In Deutschland warnen Politiker und Mediziner bereits eindringlich vor der vierten Welle im Herbst. Und das bedeutet weiterhin zahlreiche Einschränkungen. Aber zwei deutsche Nachbarländer gehen andere Wege. Trotz höherer Inzidenzwerte wurden in Dänemark Maskenpflicht und Abstandsregeln in der Öffentlichkeit aufgehoben. Ab Oktober sollen die übrigen Corona-Regeln ebenfalls fallen. Die Niederlande kündigten an, schrittweise bis November alle Maßnahmen aufzuheben. Dänemark kehrt zum Vor-Corona-Alltag zurück. Weder in Bussen, Bahnen noch sonst wo ist ein Mund-Nasen-Schutz mehr vorgeschrieben. Und das trotz aktueller Inzidenz von 112. Zum Vergleich, unsere liegt bei 32,7. Doch Dänemark lockert weiter. Besucher von Museen, Kinos oder Konzerten mit bis zu 500 Teilnehmern brauchen bereits jetzt keinen Impfpass oder Test mehr. Ab September gilt das dann auch für Restaurants und Nachtclubs, doch die Begeisterung hält sich in Grenzen. Wir müssen sehen in Herbst, wie es geht. Ich bin ein bisschen kommt wieder so eine Bobble oder... Anfang Oktober sollen schließlich alle Maßnahmen wegfallen. Begründet wird das mit der großen Impfbereitschaft. 63% der über 16-jährigen Dänen sind bereits vollständig geimpft, 80% zumindest einmal. Etwas vorsichtiger, aber nicht weniger optimistisch. Die Niederländer, hier will man am 20. September Maskenpflicht und Abstandsregeln aufheben. Spätestens im November soll dann der Rest fallen, sofern die Zahl der Notfallpatienten und Corona-Toten niedrig bleibt. Eine höhere Inzidenz sei nicht mehr so wichtig. Fast 60% der Niederländer sind bereits vollständig geimpft. Zum Vergleich, wir liegen bei 56,6. Wäre da nicht der dänisch- und niederländische Weg für uns auch eine Option? Wir können natürlich Experimente machen, aber wir wissen die Ergebnisse nicht. Deshalb bin ich für eine etwas zurückhaltende Strategie. Also doch lieber den einschränkenden deutschen als den öffnenden dänischen Weg. Welcher am Ende der bessere ist, wird die Zukunft zeigen.